Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute passend zum Freitag und zum Wochenende habe ich noch eine nette kleine App, ein nettes kleines iOS-Spiel für euch. Und zwar ist die Rede von dem Spiel Taggle. Taggle, T-E-G-G-L-E. Universal App, Universal Spiel, gratis, 11,6 MB groß, also damit auch schön klein. Und ihr könnt es bei Bedarf auch mobil runterladen. Und Versionsnummer 1.8 liegt vor. Erfordert mindestens iOS 6.0 oder neuer. Und bei 76 Bewertungen gibt es eine Durchschnittsbewertung, wenn ich das recht sehe, von 4,5 Sternen. Die Beschreibung ist recht kurz gehalten. Es gibt übrigens auch Game Center-Anbindung. Trotzdem lese ich sie einmal kurz vor. Tippe und wische dir deinen Weg bis an die Spitze der besten Listen von diesem farbenfrohen und benutzerfreundlichen Fingergestenspiel. Spiele Taggle online mit Freunden über den neuen schnellen Multiplayer-Modus. Wähle aus 18 farbenfrohen Motiven. Wenn du Herausforderungen magst, probiere den Expertenmodus aus. Neuer Quadrate-Modus, keine In-App-Käufe oder Werbeanzeigen. Ich für meinen Teil verstehe irgendwie nicht, warum das Spiel gratis ist. Ich denke, 99 Cent wäre es auf jeden Fall wert. Was müsst ihr machen? Ihr habt entweder Quadrate oder längliche Symbole, wo zum Beispiel zwei runde Kreise drauf sind. Das heißt, auf dem Teil müsst ihr einen Doppeltap machen. Oder ihr habt ein Dings mit einem Pfeil nach links. Da müsst ihr auf dem Symbol nach links wischen oder halt nach rechts wischen, je nachdem, wie der Pfeil ist. Oder nach unten wischen, nach oben wischen. Ihr habt eine bestimmte Anzahl an Sekunden, also an Zeiteinheiten, wie ihr spielen könnt. Wenn ihr zu langsam seid, hört das Spiel auf und euer Score wird halt berechnet, den ihr gespielt habt. Das ist einerseits ganz nett, vielleicht um zu zeigen, welche Gesten man auf dem Smartphone, auf dem iPhone in diesem Fall, tippen kann. Andererseits ist es auch recht nett, weil es fordert nicht nur Fingerkoordination, sondern auch Kopf-Fingerkoordination, weil ich muss für meinen Teil ganz ehrlich sagen, ich habe Probleme, so schnell das umzusetzen. Ich sehe zwar, was ich machen muss, aber das zu den Fingern umzusetzen, schnell, so schnell wie möglich, das bereitet mir dann doch tatsächlich irgendwie Probleme. Das ist aber okay, und für gratis macht ihr sowieso nichts verkehrt, deswegen Download-Empfehlung meinerseits. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.